Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge mit Mr. Lava 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 Schlag Marodeur, der sich hier durch die Betrayal Liga brennt. Und wir wollen einfach mal schauen, wie weit er denn da kommt und wie er das, wie er den Rest des Spiels hinbekommt und vor allen Dingen, wie er sich mit Kitawa versteht. Ist ja zweite Runde, Akt 10. Wir nähern uns hier schrittchenweise tatsächlich dem Ende. Ich sag mal der Storyline. Und ich sag mal, wir nähern uns dem Atlas, dass wir uns dadurch kämpfen können. Und wir wollen ja einfach mal schauen, wie weit kommt denn der gerade? Ist der geeignet, um den, also ich sag mal, wirklich weiter durchzuspielen? Oder wird der irgendwann richtig schwierig? Ich dachte gerade, der hat sich mutiert, ne? Aber. Ist alles gut. So, wir sehen jetzt einfach mal zu. Wir müssen jetzt quasi hier zum verwüsteten Stadtplatz, weil wir müssen als nächstes ins Ossuarium. Im Ossuarium müssen wir zwei Dinge machen. Zum einen benötigen wir den Trank der Verlockung. Zum zweiten, ihr seht schon hier, müssen wir die nächste Aszendenz bestehen. Und weil wir hier ein bisschen hinterherhinken, was hier tatsächlich so die Stufe angeht, wenn ich mir das mal so angucke, 67 ist hier so die Empfehlung, dürfen wir hier auch gerne noch ein bisschen aufsteigen. So, also eigentlich ist der jetzt rein statistisch gesehen ja viel zu schwach für das, aber er schlägt sich trotzdem hier ganz tapfer durch. Und wir werden natürlich einfach mal gucken, ob der das so hinbekommt, wie wir uns das vorstellen, oder ob er das eher nicht schafft. Angriff! So. So, da hat er jetzt aber gedacht, er macht mich mal schnell fertig. Aber es gelingt ihm auch. Nee. So, oder auch nicht. Also der hat gerade mal wieder ein bisschen Oberwasser hier, ne? Der Char, finde ich. Was ist das denn? So, nun ist mal gut da. 10 Punkte, wie viel haben wir denn? Was machen wir? Hast du Glück gehabt? Hallo? Ich weiß gar nicht, ich wollte gar nichts von dir. Oh. So, ich weiß jetzt nicht, wer mir wehgetan hat. Das Biest aus dem Eis. Urmel aus dem Eis quasi. Urmel aus dem Eis. Dass der so bösartig sein kann, habe ich gar nicht gewusst. Oder tatsächlich dieser Knochenheini, weil ich weiß, die können nämlich ganz schön zuhauen. Läuft gerade zu rund, ne? Also es ist ja... Oh, da ist auch noch versteckt. Das habe ich aber noch nicht. Das noch versteckt. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich inzwischen alle freigeschaltet habe oder ob mir noch irgendwas fehlt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch irgendwie in den Akten irgendwie was... nachher in den Akten. In den Maps nachher noch irgendwie was ist. Oder haben wir das schon? Hallo Helena. Jawohl. Machen wir. Das befreie ich doch gerne. Könnte natürlich durchaus sein, dass ich dann alle freigeschaltet habe schon. Oh, das ist ja schön groß. Stufe 65, das ist eine schöne Stufe. Ah, das nehme ich mal mit. So, das kann ich meiner Hexe ins Fach legen. Vielleicht kann die das nachher brauchen, wenn die so in dem Bereich ist. Versteck freigeschaltet, sehr schön. So. Das ist aber nicht klein. So, wir wollen mal ganz kurz gucken. Wir müssen hier noch, ich sag mal, wir wollen uns hier gerne diesen letzten Lebenspunkt hier noch holen. Das können wir gut brauchen, glaube ich, im Kampf gegen...
Wenn ich jetzt da auf Versteck wählen, so, dann könnte ich nämlich mal sehen, ich will ja gar nichts wählen. Ich will nur gucken, ob ich alle freigeschaltet habe. Nee, verstecktes Riff. In der Kaverne der Wut. Das fehlt mir tatsächlich noch. In meiner Liste. Gut, aber da könnte man ja auch nochmal hingehen und das nochmal auf die Schnelle suchen. Da läuft man ja quasi nur noch so durch. Also die Kaverne der Wut ist ja jetzt keine große Herausforderung mehr für den Char dieses Levels. Der rennt da ja einfach durch. Oder ich muss versuchen dran zu denken. Ja, mit der Hexe habe ich jetzt gerade gedacht. Aber ich glaube, die ist da auch schon durch. Ja, die ist da auch schon durch. Durch die Kaverne der Wut. So, die Frage ist natürlich nur, kann man das in der nächsten Liga, im nächsten Durchlauf auch noch befreien, obwohl in der Standard müsste das ja theoretisch auch gehen. So. Also da haben wir schon mal eigentlich das Hauptziel haben wir schon mal hier. So. Der Trank der Verlockung. So. Nein, doch, ja. Und da hinten ist dann nämlich die Prüfung. Die müssen wir hier machen. Das ist dann die letzte der Prüfungen für das dritte Mal rein zum Lord. Quatsch. Die ist aber gar nicht so schwer. Also, wenn man genug Leben hat, rennt man hier einfach durch. So, man kann natürlich so ein bisschen aufpassen auch, dass man, weil man sieht schon, es gibt ja immer mal so kleinere Pausen zwischendrin. Gut ist natürlich, wenn man einfach drüber hüpfen kann. Okay, hat mich trotzdem erwischt. So, dann ist hier auch schon alles auf. Also die ist so ein bisschen, also relativ simpel, finde ich da. So, die drei habe ich. Also ab jetzt kann ich in das Labyrinth des Lords. So, wir werden... Wo ist er? Da ist das Portal. Also sind wir hier auch... Im Wesentlichen sind wir jetzt hier wieder durch. Genau, wir könnten jetzt hier höchstens nochmal so ein bisschen durchgehen. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte uns holen. In der Hoffnung vielleicht, dass wir doch noch Stufe 66 schaffen. Bevor wir Kitava gegenübertreten müssen. Und ich glaube, das ist auch gar keine so schlechte Idee. So, dann müssen wir gleich als nächstes... So, müssen wir dann gleich nochmal kurz zurück, weil den möchte ich gerne abgegeben haben, diesen Trank. So, hier ist ein goldener Tresor. Ich kann es ja eigentlich mal riskieren. Was soll's. Wir schauen mal gucken, was da so drin ist. Der ist jetzt gülden quasi. Und wir gucken einfach mal. Eingefroren, Mist. Oh nein. So. Und ihr seht schon, also da sind jetzt... Also 24 Elementarschaden, Feuerschaden und Kälteschaden. Geht so, ist jetzt nicht so der Reißer. Der Stab hier. Erhöhter Zauberschirm, Angriffsgeschwindigkeit, erhöhte 84%. Ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da kann man natürlich noch was drauflegen. Nehmen wir einfach mal mit. Dann habe ich hier, na, das Ding brauche ich nicht unbedingt. So, was ist das? 11 zu maximalem Leben. Also das ist das, was ich immer so sage, oder was ich immer so meine, wenn ich sage, was weiß ich, ich will hier immer nicht rein. Die brauchen wir doch wegen der Färbungssphäre. Was ich immer so sage, also es ist einfach, das Risiko ist es nicht wert. Also man kann ja so schnell sterben hier. Die frieren einen ein, die schlagen alle auf einen ein. Der braucht jetzt hier eine ganze Zeit, da müssen sie schon lange drauf einschlagen. Aber da kommen in der Regel nicht ganz so die super Sachen raus. Also da sind natürlich die anderen viel, viel interessanter, ja. Also die, da wo die Sphären und so rausfallen. So, und dann haben wir das nämlich auch. Und nicht nur das, nein, wir kriegen sogar noch Korrekturpunkte, falls wir sie brauchen. So, und jetzt haben wir nämlich schon 5, haben wir schon. So, wie sieht es denn hier eigentlich sonst gerade so aus? Vernichtet Zielperson.
So, dann müssen wir nachher vielleicht nur Rin Yushi, ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt schon mal gehabt? Nee, habe ich noch nicht einmal erledigt. So, die müssen wir noch ein bisschen hin und her schieben. Wie viel haben wir denn? 14 von 20, das heißt, die müssen wir wahrscheinlich alle machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da müssen wir alle machen, ja. So, gut, die werden wir sowieso irgendwann früher oder später zusammenkriegen, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich nicht so ein Loot-Pech habe, dass ich die nicht zusammenkriege. Verderbte Karten, 20 Stück, abschließen. Das ist gar nicht so schwer, also vorausgesetzt, man hat die Wahlsphären. Da kann man nachher, wenn man stark genug ist, kann man das auch mit Stufe 1 Karten machen. Weil es hier keine Vorgabe gibt, also das ist relativ simpel. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Das auch nicht. So, Multiplikatoren. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zufällig. So, aber da fehlen mir auch nur noch drei. Aber das, also man soll das nicht, das ist jetzt erstmal, da fehlen nicht mehr so viele, aber am Ende, das gibt, hab ich schon so manches Mal gehabt, dann kommt man plötzlich bis 11 und dann geht's irgendwie gar nicht mehr weiter. Vernichtete Zielperson, eine immerhin schon, Hillock der Schmied, als Anführer eines Unterschlupfs, gut. Das heißt, dafür muss man dann Unterschlüpfe machen, Unterschlüpfe machen, Unterschlüpfe machen. So, der ganze Rest ist ja... Ja gut, das ist jetzt auch eben so ein bisschen zufällig. So, der ganze Rest bin ich ja jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, ne? Fangt Bestien ein, das ist eben, schließt Unterschlüpfe ab. Gut, da fehlt mir natürlich Forschung, Intervention noch. Die werden wir aber bestimmt auch noch hinkriegen. Und die Bestien, könnte ich mir auch vorstellen, nachher auf den Maps, weil man die Maps sowieso immer ganz räumen muss. Also wenn da welche sind, ist das eigentlich nicht so ganz das Problem, denke ich mal. Ja, was wollte ich? Ich wollte was in die Truhe legen. Und zwar wollte ich der Hexe ja den Stab hier in die Truhe legen. Und auch das Ding wollte ich hier mal in die Truhe legen. So. Und den Rest wollte ich jetzt einfach... Nee, da kauft mir nichts ab. Aber hier wollte ich dann noch das verkaufen. So, Rest können wir ruhig einfach mal im Inventar lassen. Und dann sehen wir zu, dass wir jetzt diesen Stab noch bekommen. Und zwar gehen wir dafür in die entweihten Kammern. Das ist der nächste Schritt. So, hier schlagen wir uns wieder durch. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern. Da habe ich ein bisschen Ärger gehabt mit dem Typen. Bei der letzten Begegnung. Weil wir treffen ja hier wieder auf Avarius. Naja. So, also es ging, ja, bis jetzt es ging. So, wer macht denn hier noch so einen Ärger? Der da oder was? Oder wer macht mir jetzt hier das Leben noch so schwer? So, man darf jetzt auch nicht vergessen, und das vielleicht einfach mal so, oh, wer ist denn das jetzt hier? Wer macht jetzt hier noch so einen Quatsch? Also man darf jetzt... Von da oben oder was? Seid ihr das? Muss ja. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen für Ruhe sorgen. Man darf jetzt am Ende immer nicht vergessen. Also ich bin ja immer noch, was meinen Angriff angeht, immer noch mit einem vierfach verlinkten, mit einer oder vierfach verlinkten Kombo unterwegs. Das heißt also, der hat ja auch noch seine Stärke nicht. Und das ist eigentlich so das, was ich... Also man muss nicht hier schon eine sechsfach gelenkte Superrüstung haben. Das muss man einfach nicht. Death's the only option here, I'm afraid. Und du kriegst einen Rang. You honor the way by swiftly delivering death to warriors. Was mache ich mit dir? I believed you to be bluffing. Will ich viel über Forschung? Ah, du hast eh keinen Rang, du hast nichts zu verlieren. Dann werden wir uns hier einfach mal ein bisschen Info über das holen. Ein... ist vielleicht ja gar nicht so schlecht. Ein Schreckenshammer. Graviertes Kriegsbeil. Das möchte ich gerne mir mal angucken.
86 leider nur. Mal schauen. Also ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt bräuchte. Das brauche ich auch nicht. Und 75 zu maximalem Leben. Aber leider keine Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Die könnten wir aber vielleicht ja noch drauf kriegen. Wieder über die Werkbank. Na. So, also weiter geht's erstmal. Nicht so lange rumtrödeln. Lieber Herr. Lavaschlagmarodeur. Denn wir haben noch Großes vor. Wir stehen noch. Ein Gott wartet auf uns. Wenn auch kein netter, ja, aber immerhin. Jetzt sollte man nicht lange warten lassen. Das macht ihn nur noch sauer. Und noch schwer. Und der ist schon schwer genug eigentlich. Den Zweischeinring möchte ich gerne mitnehmen. So. Da sind wir im Kreis gelaufen. Da hätten wir da hinten lang gemusst. Oh nein. Immer wieder das gleiche Elend mit mir. Immer wieder. Ah, da hat mich das Schicksal doch nochmal an dieser Umwandlungssphäre vorbeigeführt. Das ist doch nett. So, da hinten hätte ich irgendwie wahrscheinlich, oder was? Nö, da hinten geht es gar nicht weiter. Das stimmt nicht. Wo hätte ich denn dann jetzt? Da unten hätte ich runtergemusst wahrscheinlich. Jawohl. Ja, man darf also nach wie vor, also ich bin, mal schauen. Also hier bin ich jetzt tatsächlich relativ guter Dinge. Ist also ein schlechtes Zeichen, ne? Weil ich denke, das müsste er eigentlich locker schaffen, was jetzt kommt. Das ist ein schlechtes Zeichen, ein schlechtes Omen. So. Der brennt sich hier echt durch, ne? Da kennt der keine Freunde. So, und das mit dem Golem, das funktioniert auch ganz gut. Also ich kriege oft genug auf eine Mütze, dass das Golem immer wieder rechtzeitig dann zur Verfügung steht. Was haben wir hier denn eigentlich für eine Stufe? 65. Ist ganz witzig, ne? 65. Und wir hatten uns ja die, wir waren ja im Ossuarium waren wir ja und in der Reliquienkammer und die sind alle höher. Das heißt also, die Macher hier von dem Spiel gehen schon so ein bisschen davon aus, dass man hier als erstes reinmarschiert und dann erst die anderen Sachen macht. Dabei finde ich gerade so diese Nebenquests eigentlich gerade noch viel interessanter als erstes zu machen und mich dann der Hauptstory weiter zu widmen, aber gut. Ist doch alles ein bisschen anders hier auf dem Kanal. Als sonst so üblich. Ist aber auch schon ein bisschen, also ist gar nicht so langweilig, wie ich am Anfang mal so dachte. Weil man doch ein bisschen Action so, ne, also einen Gegner anspringen, dann ordentlich vermöbeln, phasenweise so wie den hier, widersteht Elementarschaden, der jetzt echt, oh, 119, ah, leider Blitzschaden, ne, aber Feuerschaden ist auch gar nicht so schlecht, würde mich jetzt mal reizen, komm, das probieren wir mal aus, ja, 6195. Nimm mal irgendeinen weg. So. Nee, seht ihr, ist völlig uninteressant, weil die hier einfach zusammen viel mehr physischen Schaden haben. So habe ich jetzt ungefähr das gleiche. Jetzt bin ich aber doppelhändig. Und dann reißen die viel, 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 viel mehr. Und das ist tatsächlich so dieser physische Schaden. Also ich müsste hier schon eine haben, die über 220 physischen Schaden hat
Und das hat die nicht. Jetzt müsste ich die natürlich mal gucken, ob ich die noch manipulieren kann. So, aber weiß nicht. Also dann wäre das eher interessanter, hier zu sagen jetzt, man nimmt alle Modifikationen weg und versucht dann auf anderen Wege einfach nochmal sein Glück. Ja, schade. So, aber nehme ich sie trotzdem mit. So, ich muss hier aber meine wieder anwerfen. So, wobei die eben ja nicht an waren. Also das heißt, ein bisschen verfälscht hat es da schon, aber... Aber dennoch. Ne, jetzt muss ich hier runter. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, hier drüben ist es dann nachher auch schon. So, der hat ja momentan echt wieder ein bisschen Oberwasser hier. Was die ganze Geschichte angeht. Also ich habe ja auch schon Phasen gehabt, wo das echt mal ein bisschen Mauer war. Aber jetzt... Also lebenstechnisch ist der super. Also die Items spielen gerade, was das Leben angeht. Also der zusätzliche oder der Lebensbonus, so nenne ich das jetzt einfach mal, spielen die eine nicht unerhebliche Rolle. So, und jetzt werden wir mal gucken, was denn Avarius so Schönes zu erzählen hat. Da lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ah, ich nehme das jetzt mal mit. Ein Gemmenschwert. Ich will zumindest mal geguckt haben. Aber ich glaube... Nee. Ich habe gedacht, ich werfe das da hin. Dann sind die abgelenkt. Die stürzen sich drauf, aber nix. Pustekuchen. Gar nix. So, ich gehe jetzt hier mal ganz schnell weiter. Innocence. Na? So, ich weiß nicht, ob das gerade ein bisschen überheblich ist, was ich hier mache. Aber ich bleib jetzt einfach mal stehen. Ich hau jetzt einfach mal drauf. Ich glaube ja. Oder auch nicht. Ich habe natürlich immer Lebenstränke, ne? Habt ihr gesehen? Immer Lebenstränke, immer rein, was das Zeug hält. So, haben wir also. Den müssen wir jetzt ja leider Bannon übergeben. Oh, ich muss vielleicht auch mal so in die Mitte hier klicken. Dann läuft er vielleicht auch durch das Portal. Müssen wir ja leider jetzt Bannon übergeben. Bannon ist echt Kamerad geworden so in der Zeit. Und jetzt wird er ein Gott. Wie das aussieht, ne? Wenn ihr so wie so eine Gummihaut. Bannon was a man who... Oh. 415. Bleiben wir bei der Kombination oder nehmen wir was anderes? Ne, wir bleiben dabei. Mal gucken, kann die sonst noch was? 58 zu maximalem Leben, aber sonst auch nichts, ne? Oder was? 54 hat meine schon. Meine hat wenigstens noch ein bisschen Widerstand. Dafür hat die bessere Werte. Und wir könnten ja vielleicht noch irgendwas drauf tun, was sinnvoll ist. Wenn wir dann noch was finden, heißt das. Das könnten wir natürlich auch nochmal versuchen. So, wir Gegenstände verkaufen. Also das Ding möchte ich gerne loswerden. Da hatte ich gesagt, den brauche ich nicht. Da müsste man mal sehen, ob ich da Bewegungsgeschwindigkeit drauf bekäme. Aber regeneriert des Lebens und pro Sekunde bei kürzlich erlittenen Treffer finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Und da ist nicht mehr so viel Unterschied. Muss man ja mal fairerweise sagen. Und ich habe noch nicht mal Qualität drauf. Und ich bin ziemlich schnell. Und ja, ich glaube, das ist nicht wert. Das lasse ich so. Zapp. So, wir schauen auch jetzt nochmal. Achso, ich wollte eigentlich noch ein paar von den anderen Dingern da verkaufen. So, Entschuldigung. Achso. Ja, ich gehe ja schon. Stufe 66 sogar erst. Na super, aber wir gucken trotzdem mal. Das Ding kann eigentlich... Ne, kann weg. So, den wollen wir mal identifizieren hier. Kann er was? Ne, kann er nicht. Die probieren wir einfach mal aus. Ob wir die so kriegen, dass sie was können? Ne. Und ne. Ja, den Ring schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Da könnte man noch was Schickes draus machen. Vielleicht unter Umständen. Deswegen...
Der kommt jetzt hier erstmal so in meinen Ringebereich. So, also wie gesagt, ja, ne? Ringe, Gürtel, Amulette, das sind Sachen, die brauchen in der Regel nicht so viel Platz. Da sollte man ruhig ein bisschen was aufbewahren. Essenzen kommt da nochmal rein. Das kommt natürlich hier unter Qualität. Das tun wir da rein. Und den wollte ich ja gerne mitgenommen haben. Das schauen wir jetzt auch nochmal an. Und ja, wollen wir zum Versteck wollen wir jetzt. Und mal schauen, ob wir da noch was drauf machen können. Also wir können ja durchaus, obwohl ich wüsste nicht, wie wir das noch, das ist noch eine halbe Stufe, ne, bis Kitava. Aber wir müssen ja trotzdem noch in die Messe. Wir wollen mal schauen, ob hier... So, geht denn hier irgendwie was? Ja, nicht so viel, ne? Also Feuerwiderstände. Ne, sind jetzt also nicht mehr so die Reißer unbedingt. Die hier noch gehen. Also Widerstände. Wir könnten da noch wahnsinnig gut Widerstände drauflegen. Das wäre natürlich nochmal so eine Variante. So eine Möglichkeit. Da das zum Beispiel. Wir könnten da auch einfach mal Feuer und Chaos drauf werfen. Das macht ihn ja vielleicht eigentlich auch ganz widerstandsfähig. Wer weiß. So, aber das wäre eine Geschichte. Also gerade nach Kitava ist es ja so, da gehen ja die Widerstände nochmal wieder runter. Das wäre noch in Ordnung. Das wäre schon grenzwertig. Da wären wir auf alle Fälle unter 75 danach. Da wird man sowieso schauen müssen, was man da wie macht. Also die würde ich jetzt auf alle Fälle mal sagen, die lassen wir mal liegen. Die brauchen wir bestimmt noch. So, dann wollte ich eigentlich ganz gerne hier mal ein bisschen rumexperimentieren und wollte einfach mal gerne schauen, ob wir da noch was Schönes draus machen können. So, ich mache das natürlich, solange sie weiß sind, weil dann steigert sich die Qualität ja viel, viel schneller. Jetzt haben wir hier schon 92, 92. Da sind wir natürlich weit entfernt hier. Trotzdem werden wir jetzt einfach mal riskieren. 92 ist geblieben. 92 ist auch geblieben. 17% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, wenn wir das jetzt noch schaffen könnten, da einen erhöhten physischen Schaden, dann könnte die ganz interessant sein. Wir wollen einfach mal gucken. So, ich muss noch mal ein bisschen umbauen, ne? Erhöhter physischer Schaden. 4 Chaos-Sphären. Nee, das ist mir jetzt nicht wert. Wir gucken mal, es gibt ja noch Unterpunkte. So, das wäre ja vielleicht ganz... Verfügst nicht über genug Währung und dafür auch schon nicht. Die habe ich ja für die Flaschen. Zum Basteln der Flaschen habe ich das alles verballert. Was natürlich ein bisschen schade ist jetzt. Hätten wir jetzt gut brauchen können. So, 80% mehr. Über den Daumen. Also wenn es gut läuft, ja. Ich meine, das ist natürlich schon der Hammer, ne? Aber das würde ich jetzt nicht machen wollen. Obwohl, dann haben die 180. Und 17% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das ist gar nicht so schlecht. Ich denke mal, der Feuerschaden, der ist ja etwa vergleichbar. Aber das wäre es mir jetzt nicht wert. Also, ich werde doch nochmal gucken. Wir werden nochmal schauen, dass wir nochmal ein paar einkaufen auf die Schnelle. So. Ah, nee, da. Schon, das hatten wir ja schon mal. Ist ja ein altes Leiden. So, mal gucken hier. Wer verkauft mir die noch? Laden, glaube ich, ne? Gegenstände kaufen. Mal gucken, was muss ich denn da haben? So. Die möchte ich gerne ein. So, jetzt habe ich nicht mehr. Jetzt müsste ich Aufwertungssphären kaufen. So, da müsste ich aber... Ich weiß gar nicht, wie viele... So, 9. Immerhin. For freedom. Und das war's. Jetzt habe ich, glaube ich, alles verballert, was ich so gefunden habe in dem... Naja, macht nichts. War ja auch schön irgendwie. So, und jetzt werden wir nämlich mal schauen, wie das hier aussieht. So, und dann werden wir den mal draufknallen. Und dann hoffen wir einfach mal 140 zu 153. Das ist jetzt erstmal gar nicht so gut, weil es ist natürlich weniger... Aber man darf nicht vergessen, ich habe natürlich hier auch eine schöne
erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. So, hier wäre der sogar ein bisschen besser. Und wenn ich den dafür einsetzen würde, statt der, dann müsste das hier eigentlich sogar einen kleinen Boost geben. 6-1, ich muss die mal rausnehmen kurz. Mal wieder einfügen. So, 4-5. Da, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und wenn ich die jetzt mal, wir nehmen jetzt mal die da wieder rein und setzen die jetzt einfach mal hier rein. Selbst dann ist es aber nur ein kleiner Vorteil. Aber die Tatsache, dass sie hier diese, dass wir eben hier jetzt diese zusätzliche Angriffsgeschwindigkeit, das heißt, wir hauen ja öfter zu und das ist natürlich der Schaden in einem festgelegten Zeitraum, Schaden pro Sekunde, und dann bringt das natürlich was, weil wir ja viel, viel öfter zuhauen. So, jetzt wäre eben die Frage, aber da müsste ich natürlich dann tatsächlich hergehen und müsste dafür dann Chaos-Sphären opfern. Und da weiß ich jetzt nicht so recht, ob mir das tatsächlich wert ist. So, wir haben natürlich nur... Wir haben ja 4. So, ich weiß gar nicht, ab wann geht denn das mit dem physischen Schaden? Erhöhter physischer Schaden. Ich glaube, das geht auch schon mit 4, ne? Da könnte ich allerdings nur 59% erhöhen. So, da erreiche ich natürlich nicht diese 84%, die da jetzt drauf sind. So, mit dem Waffenset werde ich aber unter Umständen eine ganze Zeit noch auskommen müssen. Aber ich glaube nicht, dass mir das tatsächlich wert ist. So, was ich aber mal machen kann, wäre jetzt zu sagen, wir entfernen einfach mal alle Modifikatoren und machen einfach mal neue drauf. Ist auch nicht viel besser. Das würde ich jetzt noch tatsächlich noch einmal wagen und sonst ist eben 14%, 60% erhöhter Angriffsschaden. Jetzt wird es eben interessant. Was haben wir hier? 5022 und 4300. Also ist das definitiv schlechter. Dann würden wir einfach diese Combo vielleicht lassen. Oder wir müssten noch irgendwie eine Möglichkeit finden, da noch irgendwas drauf zu packen, was uns vielleicht noch hilft. Und wir schauen mal, ob wir dann was finden. 14%, 10%. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. Zu Feuerschaden, nein. Kälte, Blitz. So, ist aber zu teuer. So, wir wollen einfach mal gucken. So, wir könnten natürlich einfach das nochmal mit drauflegen. Das wäre es mir jetzt tatsächlich noch wert. 19. Nee, hey, das bringt nicht so viel. Also die Ausbeute ist jetzt nicht so groß. Und wir werden dieses Fern der Alchemie, die brauchen wir definitiv nachher, auch wenn wir in den Maps sind. Dann lassen wir einfach so diese Combo. Die ist ja eigentlich auch schon mal ganz gut. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch gucken, dass wir auf alle Fälle, in der Hoffnung, wir haben noch doch noch die eine oder andere Verbindungssphäre mittlerweile gefunden. Eine haben wir gefunden. Also irgendwas ist ja immer, ne? Oh, puh, Glück gehabt. 3 rote, perfekt. Was haben wir hier drinne? Herold der Asche. Und die Wut haben wir da drin. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier noch im zweiten? Da haben wir nochmal den zweiten Lavaschlag drin. Das ist auch gut so. Das brauchen wir nicht unbedingt. Schaden bei vollem Leben brauchen wir auch nicht unbedingt. Unbarmherzigkeit brauchen wir auch nicht unbedingt. Ist also nichts drin. Können wir jetzt an der Stelle erstmal so lassen. Da könnte man jetzt Vitalität noch reinlegen, aber dann müsste man hier noch, also ich sag mal, da müsste man dann schon noch irgendwie einen Bereich machen, wo man weniger Aurenreservierung hat. Und da gibt es ja auch Items, die das nochmal ein bisschen verringern. Und es gibt ja auch, glaube ich, eine Gemme, die das macht. Komme jetzt nur gerade auf den Namen nicht. Aber das ist mir dann doch nicht so wert. Da können wir das lieber so lassen. Da werden wir bestimmt noch irgendwie was finden, was wir da reintun können. So. Da wir jetzt mehr Schaden machen,
ist das ja auch schon mal ganz gut. Das werden wir auch mal sehen. Also das ist ja auch nicht wenig Schaden gewesen, was dazu gekommen ist. Muss ich ehrlich sagen. Da können wir auch nichts mehr dazulegen. Da sind schon 6 drauf. Da kriegen wir auch nichts mehr dazu. Also das lassen wir mal gucken, was wir da noch finden. Da finden wir vielleicht noch die eine oder andere schöne Axt. Ich lasse die jetzt auch vorsorglich hier einfach nochmal drinnen liegen. So. Jetzt haben wir uns ja ein bisschen vorbereitet. Den lasse ich hier auch mal drin liegen. Jetzt haben wir uns ja ein bisschen vorbereitet. Nee, alles gut. Und wir werden, ich sag mal, nach Kitava müssen wir sowieso schauen. Wie gesagt, wegen der Widerstände, ob wir da noch irgendwie was tun müssen. Also wir sind jetzt bereit. Ich muss mir jetzt quasi überlegen, ob ich zur nächsten Folge... Und ja, ich mache jetzt hier einen Break. Also ich laufe jetzt nicht mehr beim Lord rein und auch nicht. Kitava dauert auch noch einen Moment. Ob ich in der nächsten Folge direkt zu Kitava gehe oder ob wir wirklich den Lord ausprobieren. Ich werde es mir überlegen und ihr lasst euch überraschen. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr euch meinen Showdown mit Kitava anschaut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.